Ich habe es jetzt gerade nochmal neu gestartet. Also, das ist ganz schön komisch manchmal, wenn man hier reinkommt und hier unglaublich gruseliges Zeugs abgeht. Komische Schreie, wieder rumlaufende Typen oder Typen, die wo ich vorher gesehen habe. Willkommen wieder bei Bloodborne, nachdem ich letztes Mal mit der Kanone rumhantiert habe und hier beim Reingehen einfach mal hier alle möglichen Soundeffekte zum Gegner schon wieder zu sehen bekomme oder zu hören. Was geht? Gute Frage. Ich habe aber letztes Mal schon festgestellt, dass ich diese Kanone hier irgendwie nicht so richtig geil bedienen kann. Aber ich sehe einfach keine anderen Optionen, hier irgendwie groß rumzuhantieren. Dann lasse ich das Ding einfach sein. Verdammt. Viel interessanter ist sowieso diese ganzen Nebengebäude hier, die wo ich jetzt sowieso noch entdecken muss. Es sind doch mehr Leute hier, als ich dachte. Ach nee, das ist bloß der andere wieder. So kann man sich manchmal täuschen. Autsch. Gib mir mein Zeugs wieder. Zeit sich wieder auch ein bisschen an das Spiel zu gewöhnen, nachdem man es etwas wieder länger nicht gezockt hat. Kann ein bisschen gefährlich sein bei so Spielen, die wo Fehler etwas härter bestrafen, aber wird schon schief gehen. Ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass ich jetzt hier wieder die riesen Wege zurücklegen muss. So schnell werde ich jetzt nicht sterben. Sage ich jetzt, nachdem es vor einiger Zeit nicht mal so einfach war. Ein bisschen eskaliert ist und so. Ja, genau das. Mittlerweile bin ich auch so gefühlt, muss ich ja auch zugeben, bisschen vielleicht ein bisschen zu langsam unterwegs. Sowas fällt dann irgendwie nicht so stark auf, wenn man den selbst spielt. Aber wenn man es dann vielleicht mal auch ein bisschen vergleicht und so, kommt es dann irgendwie so vor, als ob man dann doch ein bisschen sich zu viel Zeit lässt. Also habe ich mir fürs erste Mal ein bisschen vorgenommen, ein bisschen schneller zu spielen. Ein bisschen vielleicht. So, dass ich zumindest nicht drauf gehe und gleichzeitig vorankomme. Und das ist ja wieder die große Kunst. Aber kenne ich da nicht irgendwie eine Landschaft oder ist es hier einfach bloß so gefühlt verbunden? Nee, ich glaube nicht. Ich bin jetzt also sowieso gespannt, wo das jetzt hier überhaupt hingeht. Oh, Scheiß-Streng! Was habe ich denn vorhin gesagt? Echt vorsichtiger mit diesen Typen sein. Die machen viel zu oft eine Combo. Vielleicht sollte ich mir. Ich sollte einfach viel öfter mal den eingeheuerten Angriff machen. Das habe ich ganz am Anfang viel zu selten genutzt. Habe ich zwischendrin da mal ein bisschen öfter benutzt. Jetzt benutze ich es wieder seltener. Ich sollte mich einfach mal wieder auf das Kernelement hier ein bisschen spezialisieren. Zack. Zack. So und nicht anders, da wollte ich jetzt schon fast sagen, aber es geht auch anders. Da komme ich mir jetzt schon wieder so vor wie zu Demon's Souls, Dark Souls Zeiten, wenn das jetzt komplett immer so schön abused wird und so. Wobei es natürlich so richtig abused werden kann es ja nicht mehr. Hat ja keine automatische Animation mehr. Aber trotzdem gibt es doch so Backstabs. Boah, und jetzt darf ich wieder irgendwie. Genau, was ich vorhin gesagt habe. Wieder da hinkommen. Gesprintet habe ich ja schon ein paar Mal festgestellt, ist vielleicht nicht die beste Lösung. Aber wenn ich es vielleicht richtig anstelle. Ich muss ja auch sagen, ich habe letztens diesen einen Zugang da auch noch
geöffnet. Der wiederum. Hier war. Ne, doch nicht. Zugang, du warst. Irgendwo da. Hier war er. War ich ja nicht gerade eben? Ach, da! Das ist. Ach Gott. Wenn man sich selbst mal immer so dran erinnert, wie oft man irgendwas übersehen hat, bloß weil man einfach nicht genau hingeschaut hat. Geh mal runter von deiner hohen Ross. Ich habe keine Zeit. Es entstehen noch relativ lustige Situationen, wenn man mal ein bisschen schneller macht. Ach, hier ging's runter. Ich habe mich vorhin gefragt, wie es gescheit runtergeht. Jetzt weiß ich's. So, und jetzt wieder zu dir. Großartig, oder? Sind wir wieder da. Hey! Schluss mit solchen Blödsinn. Sonst gibt's wieder meine legendäre Stichkombination. Merke. Backstabs, Stichkombination. Das soll auch sofort meine präforisierten Techniken. Alles andere ist potenziell gefährlich. Ah. Wie lange ist denn jetzt eigentlich dieser Volt noch? Langsam aber sicher. Langsam aber sicher habe ich genug von dem. Dafür hat er mich doch schon ein bisschen genervt. Ein bisschen zumindest. Okay, wenn natürlich solche interessanten Sachen sind, dann bin ich gern wieder dabei. Aber. Giftmesser. Ich schleiche auf irgendwelchen Dachböden rum von irgendwelchen Mühlen. Das ist. Es bietet Potenzial für irgendwelche neuen Sachen, die wohl vielleicht interessant sind. Oder auch nicht. Warum habe ich denn hier so wieder so viel Giftmesser? Schade, es ist nicht beim ersten Mal vergiftet, aber das wäre natürlich voll overpowered. Wenn man jedes Mal einen anschmeißt und dann. Alter, schon wieder sind meine Notizen geworden. Ich hab doch bloß eine Notiz bisher. Das ist ja interessant. Noch viel interessanter ist eigentlich, wer das da ist. Das sieht ziemlich morbide aus. Blimey, don't scare me like that. Okay. I took you for a monster. Oh, thank the stars, you're fairly normal. Was it you who put down that awful beast? Ooh, that thing had me trembling, frozen in my boots. And then you came along. Well, if you're a hunter, then would you know of any safe havens? Boah, ich weiß jetzt echt nicht. Der Typ hat jetzt erstmal einen ziemlich kannibalistischen Eindruck gemacht, auf dem ersten Blick. Ich weiß nicht, ob ich den dann zu einem Ort hinschicken soll, wo sich Menschen sammeln. Oh, yeah, bleib mal lieber hier erstmal fürs Erste. This whole place is falling apart once again. It's the curse of Yharnam. Vor allem, wie soll denn der da überhaupt hinführen? Finden? Der scheint mir jetzt ein bisschen blind zu sein. Blind und irgendwie potenziell gefährlich. Nein, nein, nein. Auch wenn es jetzt wahrscheinlich vielleicht die falsche Entscheidung ist. Vielleicht. Es ist natürlich jetzt auch wieder so die Sache mit den, ja, ich kenne ihn ja auch nicht wirklich und so weiter und so fort. Aber wenn er schon am Anfang, bevor ich ihn überhaupt sehe, an Leichen rumknabbert, dann, ja. Sag mal, wer. Du da unten, gib mal Ruhe! Wo bist denn du? Randaliert hier großartig rum. Da ist er irgendwo.
Ach ja, Moment, es geht hier rum, hier rum. Ich könnte vielleicht auch mal hier mit. Natürlich, ich hätte natürlich auch die Option. Klinik ist effektiv. Wie ist denn der hochgeschossen? Etwa PvP? Oder hat der Typ hier eine Waffe, die wo ein bisschen hochgabelt? Okay. Ja. Ich will ja mal, ich habe ja gerade vorhin schon was gesagt, mit dem ich soll es ja eigentlich ein bisschen schneller angehen, das Ganze. Wo ist denn der jetzt? Fuchtel hier die ganze Zeit rum und macht irgendwelche. Da ist er! Jetzt, wo warst denn du? Bleib mal da! Bleib mal da! Bleib mal da! Wo hat denn der bitte schon rumgefuchtelt? Wenn man sich über jede Kleinigkeit in diesem Spiel den Kopf zerbrechen würde, dann wird man irgendwie nicht wirklich fertig werden. Gott, habe ich vielleicht. Die Idee hätte ich eigentlich schon ein bisschen früher kommen können. Es wäre vielleicht mal ein bisschen Zeit, hier Licht anzumachen. Ah. Sieht doch schon ein bisschen besser aus. Oh, what the? Okay, das schaut nicht unbedingt besser aus. Es ist jetzt ein. Wäre das jetzt eine geile Idee, da hinzugehen? Ich weiß nicht. Ist es überhaupt eine geile Idee, gesehen zu werden? Vielleicht sollte ich auch das Licht wieder ein bisschen so zurückhalten. Vielleicht hat der Typ da oben gegen den gekämpft? Nee, kann doch nicht sein. Ja. Wie wär's mit ein bisschen Strategiekampf? Giftmessers. Ich kann mir vorstellen, dass ich da. Oh, der kommt. Dass der etwas viele Attacken hat für so viele Köpfe. Sei vergiftet. Sei vergiftet. So. Für jemand mit Schlangenköpfen ist es vielleicht ein bisschen schwierig, vergiftet zu werden. Ich stelle schon fest, an was es hier hakt. Was haben wir denn noch für Optionen? Ich weiß nicht, der ist jetzt irgendwie schon wieder so potenziell super gefährlich. Vielleicht, wenn ich ihn ein bisschen zurückstechle. Hä? Ich habe ja immerhin. Das da. Wie kann denn der. Wie ist denn der überhaupt entstanden schon wieder? Verdammt noch eins! Haha! Alter! Was geht ab? Dieses. Dieser. Vergiftend. Gefährlich. Aber tot. Ah. Mäßigungsblutelstein. Stufe 3. Nice. Glaube ich jetzt zumindest. Ohne zu wissen, was es überhaupt macht. Oha. Ah, schon wieder. Wenn diese Geräte nicht immer von einer Seite bloß funktionieren würden, nachdem sie irgendwie festgerastet sind oder sonst was. Das würde einen die Arbeit ungemein erleichtern. Noch einer. Bist du jetzt ein neuer Standardgegner oder was? Der gesprungene Angriff war jetzt nicht unbedingt beabsichtigt. Eigentlich will ich es ja lieber so haben. So ist es, glaube ich, voll in Ordnung. Der macht auch einen ziemlich bizarren Eindruck. Nachdem er das nicht sehen kann und so. Alles kommt aus ihm raus. Oh Gott, was ist denn da die Hintergrundstory? Ups. Halt.
Molotow verschmissen, aber dafür. Ach, nee. Also, was ist denn jetzt schon wieder die Hintergrundstory von diesen Schlangenköpfen? Ist das jetzt immer noch hier dieses ganze Bestientum? Haben sich jetzt diese Bestiendinger irgendwie in alle möglichen Richtungen entwickelt? Bisher war es eigentlich hier noch so Werwolf-Bestienmäßig und so. Was haben jetzt die Schlangen damit zu tun? Soll ich mich da drauf bewegen? Oh Gott, das hat jetzt so gefährlich ausgesehen. Aber ist doch bloß ein Aufzug. Und ich bin schon voll gesaut bis oben hin. Mann, no, wieder. So kann es nicht weitergehen. So ist es schon besser. Was ist denn das für ein Riesenschwert gewesen? Puh. Kommt das Ding auch mal wieder runter? Nein? Okay. Ach nee, ich könnte es ja so wieder. Boah, jetzt ist mein Hinterkopf schon wieder losgegangen, so Gedanken wie, das war jetzt eigentlich voll die schlechte Entscheidung, da nicht drauf stehen zu bleiben und sonst irgendwelchen solchen Blödsinn, weil dann vielleicht das Ding erstmal fürs Erste nie wieder runterkommt und du voll den umständlichen Weg gehen musst oder sonst irgendwelche anderen Sachen. Boah, wenn ich da bloß nach oben schauen könnte. Ich kann's halt nicht. Ich kann's halt wirklich nicht. Was ist denn da oben? Am Ende sind da wirklich irgendwelche Stacheln. Wäre nicht das erste Mal, dass sowas wäre. Wenn ich nicht wüsste, dass ich jetzt schon wieder relativ viele Blutechos gesammelt hätte, dann hätte ich es vielleicht auch versucht ankommen lassen. Aber ja, mittlerweile bin ich ja auch schon. Noch mehr Schlangenköpfe. In der Reichweite bestimmt von irgendeiner Lampe, oder? Entweder das oder von dem Boss. Die Gebiete verdichten sich wieder. Und die Struktur wird sicherlich nicht neu erfunden, bloß wegen mir jetzt, oder weil zwischendrin mal lustig ist. Was ist denn mit dem Schlangengebilde? Schlangengebilde! Schlangenbilde. Na, wie wär's mit Feuer? Oh Gott. Na, wie gesagt, ist das jetzt bisschen von derselben Bestienart wie das andere Ding? Mit demselben Ursprung meine ich jetzt vor allem auch. Zack. Der liegt noch. Oh. Zack. Okay. Riecht nach schleimigen Ding. Naja. Ist auf jeden Fall irgendwie nicht so gefährlich. Aber ich habe natürlich noch nicht all seine Moves gesehen. Aber eine Kringel, der dich ein und dann beißt er dich und saugt dich aus und vergiftet dich und wirkt dich. Oder vielleicht ist es auch die Quantität, die wo vielleicht ein bisschen gefährlich werden könnte. Aber bisher sehe ich da noch keine Gefahr. Vielleicht ist es aber auch gefährlich, wenn ich hier alle umfetze. Am Ende haben die noch einen Boss eingebaut, der wohl stärker ist, je mehr von seinen kleinen Untertanen du vor der Tür gekillt hast. Ja. So eine Idee würde ich den Entwicklern zutrauen, dass die sowas mal machen würden. Töte die ganzen vielen kleinen Gegner, weil du ja glaubst, du müsstest alle Gegner töten, damit du sicherer bist. Und dann während des Bosses die eiskalte Erkenntnis, dass das nicht so ist. Da haben wir auf jeden Fall noch was Größeres als so ein bisschen Schlangenvieh. Ach, da oben. Hüpfst du runter? Zack, und weg die Schlange.
ich sehe schon. Der eine Aufzug ist wirklich dafür da, dass ich da oben zu diesen Themen da hinkomme. Und hier ist irgendwie voll das gepflasterte Fell wieder mit vollem Wissen des Verrückten. Und Zwillingsstein. Da könnten sie sich hier mittlerweile vielleicht doch mal was anderes einfallen lassen. Bisschen viel Schnickschnack, wo ich hier mal aufsammeln kann. Oh! Sind wir hier bei Resident Evil oder was? Kriegt ja jeder Zivilist auf einmal hier irgendwelche infizierte Typen, die wohl dir den Kopf wegsprengen. Mann. Was soll das Ganze? Also bei dem habe ich ja vorhin schon gesehen, dass der noch mehr gekrapscht hat. Ich werde vorsichtig sein. Vielleicht eine Combo. Vielleicht eine Combo. Ja. Ah, wie gut finde ich diesen Stich. Erst letztens ist es mir wieder aufgefallen in den Videos. Das ist gut. Den soll ich viel öfter einsetzen. drüben. Das werden hier nicht immer mehr, oder? Nicht, dass hier irgendwo so ein kleines Nest ist von diesen Schlangenviechern. Und zack. Mit 260 vielleicht ein bisschen verhalten, die Anzahl der Blutlechers. Aber ich will mich immer nicht zu großartig beschweren. Weil je mehr ich schon wieder bekomme, desto gefährlicher wird's. Ja, es ist, läuft wirklich wohl auf diesen Aufzug hinaus. Aufzug, du bist. Da vorne gewesen, glaube ich. So weit zurück? Boah, wehe. Wie, wenn da jetzt irgendein Scheiß passiert, wenn ich da hochfahre? Oh. Interessant. Doch nicht ganz so schlecht, dass wir hier hochgekommen sind. So, wer bist denn du? Edelsmann. Ah, a new face, are you? And an accomplished hunter, it would appear. Neues Gesicht, sagt der mit der Haube drauf. I am Volta, Master of the League. Oh. Members of the League cleanse the streets of all the filth that spread about during the hunt. Like any half-decent hunter ought to, you know? Haven't you seen enough of these wretched beasts? Freakish slugs and mad doctors? Sentence these fiends to death with the help of your League confederates. What do you say? Why not join the League? Hört sich doch fürs Erste eigentlich ganz voll interessant an. Yes. Sag mal ja. As a hunter well should. Commit the start. Our own Carol Rune, symbol of the League. Yeah. Unreinheit. Hm. The night brims with defiled scum and is permeated by their rotten stench. Just think, now you're all set to hunt and kill to your heart's content. Hunt in cooperation with your fellows, your League Confederates. Ich fand es ja ganz lustig, was er gesagt hat. Ihr könnt nach Herzenlust töten und jagen. Als ob ich das nicht schon vorher gemacht, die ganze Zeit gemacht hätte. Jetzt will ich aber gerade mal schauen, was diese Rune ist, die Wurda mir gegeben hat. Das ist auch wieder eine Karyl-Rune. Die unmenschliche Laute umschreibt. Diese Rune wurde im verbotenen Bestienfresser gefunden und symbolisiert Unreinheit. Einen Schwur der Liga. Liga-Eidgenossen kooperieren mit Jägern anderer Welten und spüren das Gewürm auf. Gewürm windet sich im Dreck und ist die Wurzel der Unreinheit der Menschen. Vernichte alles Gewürm ohne zu zögern. Okay. Was auch immer.
brauche ich dieses Ding, um dieses unreines Zeugs hier zu vernichten? Das wäre auf jeden Fall interessant, wenn ich das nächste Mal wieder im Lager bin, um zu checken, was das ist. Aber hast jetzt du noch mehr für mich? Das ist doch potenziell immer ganz interessant für Jagden und so, Jagdutensilien. Vermin writhe deep within all filth and are the root of man's impurity. All vermin are to be crushed. The League exists to expunge all vermin, ridding us of any trace of human corruption. And so, until we are rid of all vermin, you must continue to hunt and kill. This bloody fate is ours alone. Do not expect the world to grasp our work. But remember, the Confederates will always have my blessing. And each other. Always. Okay. The League ist auf jeden Fall gut mit dabei, wenn es um sowas geht. So, Leider verkaufte mir aber keine Sachen. Hier ist die Verbindung. Großartig. Ne, das finde ich wirklich ziemlich praktisch. Ja, doch, doch, doch. Zurück. Die Raben wollen sie ja auch schon haben. Die hetzen mich ja gerade so richtig drauf, dass ich wieder zurückgehe. Na gut. Ich habe über 30.000 Blutechos. Haben sie mir wieder geholt, nachdem sie ja so schön abgegangen sind beim letzten Mal. Ach. Ich möchte nicht daran erinnert werden. So. Erstens die interessanten Sachen. Kann ich was aufbessern? Du könntest vielleicht... Du könntest wirklich vielleicht... Zack. Die Tornitrus. Ah, stimmt, deswegen. Die Tornitrus, die hatte ich ja zur Seite gelegt, weil etwas... in Benutzung gewesen und so. Das hier auch. Und jetzt dieses Blutsteinzeugs. Ach, in die Waffe reinbauen. Stimmt, das war mit der, in der Waffe reinbauen. Einen dritten Slot habe ich jetzt auch schon. Lauter so Sachen. Dann wäre es vielleicht ganz praktisch, wenn es... Tatsächlich. Bei Stufe 6 kriegt ihr einen dritten Slot dazu. Verstehe. Jetzt dann hier rüberwärts. Und jetzt... einbauen. Ha. Feuerangriff ist, kommt dazu. Gilt das dann bloß für die richtige Feuerwaffe? Das verdient einen Test. Kleiner Test. Zip. Halt. Du bist nicht mein richtiger zweiter Test. So. Hast du jetzt Feuerelement? Das würde mich ja voll wundern. Oben links wird zumindest was anderes angezeigt. Ich lasse es vielleicht drin. Einfach bloß so, um herauszufinden, ob das jetzt wirklich so wäre. Eine Blitz- und Feuerwaffe? Das ist zu schön, um wahr zu sein. Es würde sich dann wirklich der direkte Feuerangriff verbessern. Aber nur dann, wenn es auch wirklich Feuer hätte. Hat es leider nicht. Na gut, dann gehe ich halt auf Dessa. Und wie sieht es jetzt mit meinem Sägespeer aus? Da könnte ich jetzt... Das kriegt auf einmal voll die Feuerding dazu. Was? Okay. Ich sehe es ja an den Werten. Ich habe jetzt ein Feuer dazu bekommen. Ha, geil. Jetzt muss ich echt alles austesten. Aber erstmal noch zwei Runden reicht's nicht ganz. Wie viel brauche ich das und ein bisschen zerquetschte Sachen? Zerquetschte Sachen. Ist ziemlich ironisch, wenn ich doch hier diese Bobelchen dann immer zerquetsche.
So, was warst du? Du bist 1500. Wenn ich jetzt noch eins von den größeren Bobbles hier vernichte, dann kriege ich 1800. Jetzt sind wir mit, jetzt fehlt mir nur noch zermanche ich noch meinen solchen Bobbel, dann müsste es passen. Okay. Welcome. What is very well. Let me. Jetzt wieder die interessante Frage, was will ich denn leveln? Blue-Färbung? Stimmt, ich wollte doch die Blue-Färbung. Stimmt, ich hatte doch die eine Waffe bekommen. Alter, das darf ich nicht vergessen. Okay, Blutfärbung, Blutfärbung. Es geht los mit der Blutfärbung. Farewell, may you. Ich will mich mal kurz nochmal drum vergewissern. Das war nämlich, da. Ach, da kam was. Genau deswegen habe ich jetzt irgendwie zurückgezuckt. Manchmal weiß ich schon, warum ich da irgendwie so ein ungutes Gefühl habe. Ich sollte mich immer auf mein erstes Gefühl. immer auf mein erstes Gefühl hören, wenn es um sowas geht. Akan muss ich verbessern. Okay, dann ist es eben Akan. Farewell, good hunt, May. Gut, gut. Moment, du bist falsch. Hier geht's dann das nächste Mal weiter. Obwohl, jetzt könnte ich. Eine Sache ist dann nämlich noch die, wo ich jetzt auch nochmal sagen wollte. Und zwar die Sache mit Hendrik. Was glaube ich? Ich weiß jetzt, wo er wirklich ist. Aber dazu werde ich erst das nächste Mal noch mehr Worte verlieren. Seid das nächste Mal dabei und schaltet wieder ein. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut.